Das ist schon gut, ja. Helfenberger und Herr Kennelbacher, hallo. 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 Was passiert denn da heute eigentlich, weil so ein mutzmäßiger Einsatzkräfteauflauf ist, wenn ich das so sagen darf? Ja, wir haben heute Tag der Feuerwehr im Lungau. Wir haben jetzt noch 2009 den zweiten Tag der Feuerwehr und ich glaube, es ist beeindruckend, was Leute da sind und die vielen Autos. Derzeit läuft gerade eine Gefahrgutübung, eine Einsatzsimulation. Also das ist da hinter uns. Ja, und es soll einfach eben ein loses Treffen mit einem Festakt sein und wo man eben dann einfach eben die Leistungen der Feuerwehr ein bisschen würdigt und einfach eben gewisse Leute, Bürgermeister, andere Kommandanten im Einland und das gemeinsam ein bisschen feiert. Inzwischen wird das normale Sirenengerät bei der Nacht. Ist einmal, dass wir das ganze Spektrum der Feuerwehr präsentieren. Wir haben die Feuerwehrjugend, die sich jetzt da noch ein bisschen vorstellen wird. Wir haben Einsatzpräsentation und wichtig war einfach, dass wir eigentlich die Organisation Feuerwehr auch der Bevölkerung näher bringen. Was macht die Feuerwehr? Wie wichtig ist die Feuerwehr? Aber auch das ganze Spektrum dieser wichtigen Institution einfach der Bevölkerung näher bringen. Eigentlich die Unendlichkeit der Einsatzmöglichkeiten ein bisschen in der Bevölkerung darzustellen, vorzuführen. Es ist eigentlich so, Feuerwehr, ursprünglich Einsatzgebiet, Schützen vor Brand und sonstigen Gefahren, das hat sich ja total verändert. Wir gehen heute auf ein paar Themen ein, wie sie die Möglichkeit für einen Feuerwehrmann entwickelt haben, also welche Kursmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten, aber genauso weiterentwickelt hat sich natürlich das mögliche Einsatzgebiet, das der technische Einsatz, an auch bei den Fahrzeugen. Es kommt immer mehr dazu, sind es jetzt Elektrofahrzeuge, also es wird schon ganz schön was abfallen und mittlerweile von Feuerwehr. Also wir sind neun Gruppen in Lungau da dann. Heute sind beim Bezirksfeuerwehrtag da acht Gruppen. Das heißt, das sind jetzt die Jugendbetreuer Bad Damseck und Mariafahr da. Wir haben jeweils heute zwei Jugendliche mit. Und wie viele Jugendliche sind im Lagerfeuer zusammen? Im Fach sind momentan 15 Leute, da haben wir gefallen über jeden, der sich wieder dazu entscheidet, dass er wieder dazugehört sind zu der Feuerwehrjugend. Ich bin der Gregor von der Damseger Feuerwehrjugend, Jugendbetreuer. Wir haben momentan 13 Jugendliche und gefallen uns auch immer wieder auf einen Nachwuchs. Und habt ihr da Probleme mit dem Nachwuchs oder ist bei der Feuerwehr eigentlich die sind gut aufgestellt, oder? Was ich so mitkriege? Momentan sind wir gut aufgestellt, ja. Und es kommen da bei den Buben auch wieder ein Freund dazu, wo sie in der Schule treffen und austauschen. Geht eigentlich ganz gut. Das sind die zwei Buben, die du heute mitgebracht hast, oder? Ja, genau. Das sind die besten Männer, wo sie da alles erfischt haben. Die besten Männer? Wie heißt denn du? Florian Sandner. Und du? Elias Grenn. Wie lange seid ihr schon dabei bei der Feuerwehrjugend? Ein Jahr. Und was taugt euch da so? Dass auch miteinander helfen kann, die Leute. Und Bewerbe, Slogan. Was habt ihr da schon jetzt gemacht? Spritzen. Jetzt haben wir Slogan, Magna, Wissenstest, und ihr seid früh dabei? Ja. Und was sagen keine Betreuer denn zu den Klomen oder schimpfen wir aber? Ja, bist du krass, dann wird es nicht mehr klug. Ja. Okay. Und was habt ihr denn da heute alles? Habt ihr da ein paar so Sachen? Was ist denn das alles? Leichtbänder, wir haben oben, dass jeder sieht. Es ist so Schulkleine. Ja. Um die Flaschen rum, dann kannst du es auf dem Rucksack zum Beispiel hängen. Mhm. Und da kann man so ein Feuerwehrauto zum Bauen. Okay. Flut. Sie als Landesfeuerwehrkommandant, wo es da in den Sie gerne
mal so der Bevölkerung mitteilen, was sie wissen sollen bezüglich Feuerwehr, was vielleicht noch zu kurz kommt? Ja, es ist oft so, dass die Leistungen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren eigentlich auch selbstverständlich genommen werden. Ja? Grundsätzlich ist es so, dass wir für alles zuständig sind und wenn irgendeiner ein Problem hat, möchte sich bei den Freiwilligen Feuerwehren oder bei uns bei der Feuerwehr. Unsere Leute helfen auch. Weil der Lungau hat im letzten Jahr fast 100.000 Stunden an Freiwilligenstunden geleistet für die Allgemeinheit. Und es ist oft das Verständnis bei den Leuten nicht da, wenn es oft Kleinigkeiten sind, dass auf der Straße ein ganz kleiner Ast liegt, wird die Feuerwehr gerufen, statt dass man aussteigt und den nimmt und auf Zeiten gibt. Oder wenn da einer daheim im Keller 10 cm Wasser hat, was er vielleicht selber zusammenputzen konnte und dann für uns Zeichen mit der Feuerwehr darf. Das heißt, man sollte jetzt schauen, bevor man bei Bagatellsachen die Feuerwehr über einen Notruf holt, ob man da nicht andere Möglichkeiten hat. Sonst bei den Einsätzen technisch, Naturkatastrophen, Brandeinsätze, überhaupt kein Thema. Aber wie gesagt, es wird teilweise zu selbstverständlich genommen, dass die Feuerwehr das alles macht. Und wir haben oft den Eindruck, dass viele Leute gar nicht wissen, dass das ein Freiwilligensystem ist, sondern die sind der Meinung, das sind hauptberufliche Kräfte, die das machen. Aber wie gesagt, gerade in Lungau sind es zu 100% Freiwillige. Also das ist auch ein bisschen ein Appell an die Selbstverantwortlichkeit für jeden Einzelnen. Und das geht es, wie gesagt, es gibt Sachen, wo man sagen kann, die kann ich selber auch machen, wenn ich was verstehe. Ja. Also, mir ist schon oft passiert in meiner Zeit als Kommandant in Zell am See über die 19 Jahre, dass wir alarmiert waren, sind zu einer Straße, dann auslegt es da und dann ist das im Prinzip ein Haselnussass gewesen, da hätte ich nur einen Ausstieg gebraucht und den nehmen wir auf Zeiten geben, den eben da nicht in der Nacht, um 2 Uhr in der Nacht, 20, 30 Leute alarmiert werden lassen. Aber wie gesagt, das ist ein Appell. Grundsätzlich ist es so, dass wir für die Sachen, die uns zugedacht sind, selbstverständlich da sind. Aber wie gesagt, oft Hausverstand überlegen, muss das sein, dass ich da die Feier habe. Super, okay. Danke.